Hallo und herzlich willkommen zu Heaven Dust. Ja, es wird heute Staub vom Himmel regnen, genau. Wir joinen direkt rein, wo wir aufgehört haben. Es ist gelogen. Und zwar, wir werden spielen, ja. Wie man sieht, ich hatte ja nachts einen Stream gestartet. Das war über Twitch und es gab 3 Folgen. In der 3. Folge bin ich wirklich 25 Minuten rumgeirrt und habe diesen blöden Badezimmerschlüssel gefunden, weil ich muss kacken und die Badezimmertür geht nicht auf. Das ist doch furchtbar, ja. Und was haben wir gemacht? Er war nicht aufzufinden. Ich habe dann gedacht, komm, ich muss jetzt mal nachlesen, wo gibt's denn diesen Badezimmerschlüssel? Da habe ich ein Video gesehen, da waren da Zombies. Und wir hatten ja keinen einzigen Zombie in den ersten beiden Folgen, ja. Und ich dachte so, hä, wie kann das sein? Und dachte so, okay, vielleicht ein Bug. Hab die Reparatur drüber laufen lassen, nichts gebracht, keine Zombies. Hab ein neues Spiel gestartet, keine Zombies. Und ja, hat im Endeffekt dann zur Folge gehabt, dass ich das Spiel deinstalliert habe, nochmal installiert habe, Savegame geladen und siehe da, es sind Zombies da. Und da ist auch ein Zombie, der den Badezimmerschlüssel hat. Das heißt, ich habe auch nicht weitergeschaut, wie die Lösung weitergeht oder sowas, sondern wir sind genau an der Stelle jetzt, wo wir auf der Suche nach dem Badezimmerschlüssel waren. Jetzt haben wir natürlich nur den Unterschied, dass wohl alle Zombies aktiv sind. Ja, und wir müssen mal schauen, was wir hier für Aufnahmezeitstempel haben. Zweite, dritte, wir nehmen mal den letzten nicht. Das könnte sein, dass das Safe Game ist, dass ich danach im Anschluss... Ah, nee, Gott, das ist ja gar nicht letzte. 23.49 Uhr. Wir nehmen es mal. Und schauen mal, ob wir die Gegenstände haben. Nicht, dass das aus dem anderen Safe Game dann war. Mal in die Kiste reinschauen. Grünes Kraut, grünes Kraut. Und wir haben... Also, okay, ist nichts passiert. Er hat das nur eingesteckt. Gut. Okay, wir können jetzt ja hingehen und uns den Kloschlüssel holen. Ich muss jetzt nur selber mal schauen. Erstmal die Waffe aktiv machen. Mit Rechtsklick ist ziehen. Ich habe auch noch keinen Zombie getötet. Muss man mal schauen, wenn sie gezogen ist. Okay, können wir so rum zielen. Kriegen wir hin. Zombies, wo seid ihr? Da liegt hier Munition. Und seht ihr? Da ist ein Zombie und der blinkt. Das heißt, es ist der mit dem Schlüssel. Weiß nicht, kann man da schon... Kann man eigentlich laufen? Man kann nicht laufen, wenn man die Knarre in der Hand hat. Oh. Oh. Hilfe! Okay. Willst du wirklich weiterlaufen, wenn ich auf dich schieße? Komm doch her. Seht ihr? Erstes Blut Errungenschaft. Das ist der erste Zombie, den ich getötet habe. Das ist nicht gelogen. Badezimmerschlüssel. Yeah! Ja, da drin liegt auch einer, wie man sieht. Jetzt müssen wir mal schauen... Weil, ist ja, wir hatten das hier unten alles ja schon ausgelöst. Okay, es sind eh keine Zombies hier anscheinend. Was? Uah! Natürlich das Gemeine. Was? Nein, nicht der Stab. Oh, Mist, das ist... Sieht aber nicht mehr so fit aus, der Junge. Kommst du wenigstens um die Ecke rum? Komm jetzt auf hier. Und nicht den ganzen Tag Zeit. Tot oder steht die dann nochmal auf? Der hat auch was einstecken. Mal mit R reloaden? Nee. Boah, wie geht denn das? Kombiniere Ausrüstung ablegen. Welche Taste war denn zum Nachladen? Weil ich will jetzt ungern in einem Kampf irgendwie nachladen, wenn das vielleicht auch gar nicht geht. Was hat denn der? Eine Wertmarke. Hat der die genommen, obwohl es Inventar voll ist? Ach, da oben, die haben einen extra Slot. Okay, weil das sind alles neue Informationen, die wir ja nicht hatten. So, das heißt, wir könnten eigentlich mal ein bisschen... Das Gemeine ist, ich sehe halt nicht, wenn irgendwo hier ein Zombie sitzt, ja. Ich würde die Knarre gern nachladen. Ah, oh, mit R geht's. Okay. Okay. Hallo. Das scheint wohl kein Zombie zu sein, sondern einfach ein Toter. Kann man auch auf den Kopf gezielt? War das ein kritischer Treffer, weil es dann so geknallt hat? Wollt ihr jetzt alle platt machen? Das verbraucht halt viel Munition. Der lebt doch bestimmt auch, oder? Hallo? Okay.
kein Versuch was wert. Gut, wir wollen ja eh ins Badezimmer. Aber wir gucken mal gerade, der hatte... Anscheinend sind manche einfach wirklich nur tot. Okay, da sind noch welche am Laufen. Was das Miese ist jetzt natürlich, ich muss aufpassen, wenn ich da reingehe. Die Pistole vor der Kamera. So, wirst du aktiv oder nicht? Hallo. Komm doch. Keine Lust oder was? Ach, holen wir es später. Komm, wir gehen erstmal gucken, was dieses Drehrad da bewirkt. Wir bringen mal die Heilkräuter weg und die Patronenhülsen. Ein bisschen mit 5 Patronenhülsen kommt man, glaube ich, nicht weit, um da ein bisschen was Munition zu craften, oder? Also, was haben wir denn da? Zack, das hoch, Heilpulver hoch, alles in Ordnung. Das Schemata, machen wir auch mal rein, weil wir eventuell ja verschlossen. Kein Problem. Geh rein! Ich lese Tagebuch, haben wir noch nicht gelesen. 8. Oktober, bewölkt. Ich bin zum Teamleiter befördert worden. Yeah! Das Erste, was ich getan habe, ist das Passwort des Safes im geheimen Raum zu ändern. Damit ehre ich den heutigen Tag. Okay, 8. Oktober 1997, also 8101997, oder? Notizzettel. Oh, wo habe ich denn das? Ich habe hier so diverse Zettel rumliegen. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Oh, Stift, Stift, Stift. Kriegen wir hin. Gar kein Problem. 8. Oktober, also 8.10.1997. Lass uns mal überraschen. Dann haben wir unten, geht's weiter. Am 3. Februar, sonnig, das Virus ist stark. Es könnte den Stoffwechsel dramatisch beschleunigen. Die Körper der Wirte verrotten schnell. Unbekannt, ich bin hier seit einem ganzen Tag gefangen. Ich kann jetzt niemandem vertrauen. Sie müssen von dem Virus infiziert worden sein. Der verfluchte Riley hat mich gekratzt und meine Wunde juckt. Zumindest bin ich hier in Sicherheit. Ja, von wegen, er ist auch zum Zombie geworden, bestimmt. So, erstmal jetzt hier hinhocken. Oh, erstmal einen abseilen. Da wollten wir doch die ganze Zeit hin. Der ist bestimmt auch lebendig, oder? Aber hier war eben auch was. Hallo. Okay, die scheinen aber alle Geld einstecken zu haben. So, das Hahnrad. Das Handrad. Komm, dusch dich nochmal schön. Das schützt vor Corona. So, jetzt haben wir hier unten das. Jetzt können wir eigentlich mal das Zahnrad betätigen. Ich habe schon die Befürchtung, wenn wir das Zahnrad drehen, kommt da oben ein Zombie raus und der wird bestimmt aktiv oder so. Oh, da ist ein Zombie. Ey, geh da weg. Wo kam der jetzt eigentlich her? Der war doch gar nicht im Raum, oder? Aber ich merke schon, wir werden viel Munition verbrauchen. Der hat jetzt keine Wertmarke einstecken. Und der hier? Der ist aber einfach nur tot, hm? Was soll denn... den Tag nicht vorm Abend loben. Uah, leer. Knall weg. Uah. Puh. Voll der Wertstoffhof. Aber sollen wir jetzt mal da oben lang gehen? Nicht, dass jetzt aber auch die... Wir speichern mal. Dafür haben wir ja die Funktion. Speichern. Position 1. So. Okay. Wir hatten eben gesagt, der 8.10.1997, also 8.10.1900. Okay, machen wir 1997 mal. Wobei, das kann es nicht sein, weil er sagt, er lobt den Tag ja. 1997. So, dann der 8.10., das wäre 0810. 0810. Nee. Der dreistellig der Code vielleicht? 8.10. Okay, da ist es. Okay, wunderbar. Ich habe doch gar nicht drin gestanden. Wir haben ja gespeichert. Mann. Nee, wir laden jetzt mal, weil wer weiß, was jetzt hier passiert ist. Ansonsten, das Inventar ist vielleicht leer oder so. Aber ich habe mit den Füßen nicht drin gestanden in den Zacken, das muss man sagen. Hä, wieso stehe ich denn jetzt auch wieder hier? Muss man das verstehen?
Ach, ich glaube, man spawnt immer wieder hier dann. Okay. Ach, das ist doch Blödsinn. Komm. Ich bin sogar dreimal gestorben. Ich weiß, ihr sagt jetzt hier, Boogie, mach doch locker, mach mal langsam. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben überhaupt nicht alle Zeit der Welt. So, ich wollte schon wieder hier reingehen. Also, jetzt nochmal. Alle guten Dinge sind drei, jetzt klappt's aber auf. Los, komm raus. Dankeschön. 8.10. 8.10. Komm raus. Man weiß nie, wo das Ding aber noch mal. Oh, man kann das Rad nochmal nehmen. Geht es dann zu? Ne, wir nehmen das Rad nochmal. Ist jetzt dieser Raum hier eigentlich offen? Jetzt immer noch zu. Jetzt nehmen wir mal das zweite Schema. Ich weiß gar nicht, warum ich das Schema als so sagt. Die heißen gar nicht Schema, die Dinger, oder? Dann lassen wir das Zahnrad mal hier. Nehmen die Schiefertafel und kombinieren die mal miteinander. Hm. So, gehen wir doch mal ins Inventar. Kombiniere. Ah, schön, jetzt haben wir eine. Da schön zusammengegangen. So, Heilung brauchen wir nicht. Wir haben 26 Schuss, also wir haben 40 Schuss eigentlich. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, wenn ich da vorbeigehe, dass der auch wieder hier irgendwie aktiv wird, oder? Ah, ja klar. Komm her. Also immer 4 Schuss. 5 Schuss. Was geht denn ab? Warum hat denn der so viele gebraucht? Der hat aber schöne Augen. Jetzt können wir ja auch mal an dem Automaten hier einkaufen gehen. Aber hier würde ich auch gerne mal rein. Jetzt haben wir... Der Grundriss aktuellen Gebiets. Die Karte wird nach dem Kauf aktualisiert. Ja, aber ich sag mal, die brauchen wir ja nicht, oder? 15 Schießpulver. Wir haben ja Patronen, Hülsen. Wir brauchen wahrscheinlich aber noch Patronen dann. Mensch gegen Wildnis, was ist das? Ich will das jetzt nicht kaufen. Eine Zeitschrift zum Thema Wandern. Beschleunigt die Bewegungsgeschwindigkeit. Auch in der Lagerkiste wirksam. Auch in der Lagerkiste? Was ist das hier? Herrenhausgerüchte. Das Geheimnis des Gartenstatue. Du kannst sie im Menü Datei... Ah, ich verstehe. Das ist, wir können quasi uns damit dann, wenn wir jetzt nicht hier zurechtfinden würden, können wir uns einen Grundriss und sowas kaufen. Das ist doch gut, oder? Hier, sag mal, die Zeitschrift. Die kaufen wir, erfolgreich gekauft. Mensch gegen Wildnis. So, du kannst nicht, was? Du kannst nicht benutzen, Mensch gegen Wildnis. Warum nicht? Benutze. Du kannst nicht benutzen, Mensch gegen Wildnis. Ist doch blöd, wo habe ich das gekauft jetzt? Ich wollte, dachte, ich kann damit schneller laufen. Hm. So, wir machen. Die kann man ja schnell hinstecken. Jetzt erstmal laden wir sie nach. Dann gehen wir hin und. Rechtsklick oder? Ja, gut. Ich wusste nicht mal, ob rechts oder linksklick. Machen es erstmal weg, weil. Das Ding löst ja hier aus ansonsten. Ja, komm her. Oh, war ja klar. 3, 4. Finito, mein Freund. Das müsste wieder aufgehen hier. Achso. Ich komme in Frieden. Oh. Also man kann auch die Köpfe anscheinend treffen. So, die Kamera. Komisch, dass die Kamera jetzt nicht verschließt. So, da ist auch noch hier einer drin. Nö, alles gut hier. Okay, dann setzen wir das Schemata mal ein. Ihr fragt euch bestimmt, was will der alles mit Schemata? Ich hatte gestern Rollenspielabend und da ging es um Schematas und das waren auch so viereckige Platten. Deswegen muss ich an Schemata denken, ja. So, eine rechteckige Vertiefung. Aber wir könnten noch mal safen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Speichern. So, gespeichert. Oh, es geht. Okay. Oh,
versuche jetzt auch. Wir haben ganz schön viele Zombies. Einfach hab schon, ich hab keine Angst vor euch. Jetzt ist aber gut langsam. Jetzt habt ihr alle nur eine Wertmarke einstecken. Habt ihr so schlecht verdient hier in dem Job. Aber ich glaube, was ist das draußen für Gas? Oh. Kann man die hier umbringen, wenn die Leute ins Gas reinlaufen? Oh, seht ihr, der ist erschossen worden, glaube ich, oder? Der hat Löcher hinten im Rücken drin. Die Heizung, was kann die machen? Anleitung? Verwende das Handrad als Regelventil. Aha, ja gut, dass wir das Rad mitgenommen haben. Also das haben wir unten reingetan, gell? In den Safe. Um den Dampfablass zu steuern. Okay, ich sehe schon, komm, wir können das hier aufpumpen. Und dann verbrennt es die Zombies oder so. Das ist cool. So, was bringt uns denn das Buch hier? Arbeitsnotiz. Es ist mir egal, welcher von euch Idioten das Passwort für den Zugang zum Forschungsbereich an die Wand geschrieben hat. Aha, okay, wir wissen jetzt schon, irgendwo an der Wand steht es dann, ja. Jimmy, es ist eine schwere Pflichtverletzung von dir und das Passwort ist auch noch unvollständig. Wir machen hier keine solchen Witze. Entferne es sofort wieder. Außerdem arbeiten die Dampfventile in letzter Zeit merkwürdig. Seid vorsichtig in ihrer Nähe. Okay, also, wir haben den Wink verstanden. Ah, hier steht der Code. Es könnte eine 3-7 oder es könnte eine 8-7. Könnte auch eine 7-3. Ich mache mal Notizen wieder. So. Da steht eine 7-3. Dann sagen wir, es könnte aber auch 7-8 sein. Oder 8-7. 3-7 kann es nicht sein, oder so rumgeschrieben. Ja, doch auch. 3-7 oder 8-7. So, das heißt, wir werden irgendwo bestimmt noch die restlichen Zahlen finden. Oder wir müssen die letzte Zahl dann ausprobieren. Liegt hier wieder irgendein Zombie? Ich sehe es nicht. Was ist das Funkgerät? Benutzen Sie Ausweis der Security. Wir haben leider keinen Ausweis von der Security. Was macht denn das dann? Jetzt werden wir erstmal. Ich würde sagen, wir holen mal das Rad hier, weil wir könnten die bestimmt wegschießen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir die wegbrennen können mit dem Rad. Kommen die Knarre weg. Damit das Ding nicht auslöst wieder hier. Lalalala, weil es so schön ist. Aber ach doch, geht doch rennen. Macht aber automatisch, glaube ich, nach einer Weile. Ja. So, Ventilchen. Handrad. Oh, wir haben nur noch zwei Magazine. Und das Buch machen wir jetzt mal weg, weil wir haben es ja eh nicht benutzen können irgendwie. Renn, renn, renn. Lauf, Forest. Genau, hier lang. Und dann gucken wir uns nachher hin und kaufen uns noch ein bisschen Schwarzpulver. Dann müssen wir mal schauen, wie das denn funktioniert mit dem. Ach halt, hier wollen wir ja rein. Hier müssen wir es noch benutzen. Vierkant. Okay, was passiert? Ach so. Ah. Okay. Müssen wir es wieder nehmen? Wir könnten es auch gar nicht mehr benutzen, anscheinend. Okay, das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir das aufdrehen können und die Zombies raus. Das dann wie im guten alten Robocop das Gesicht wegschmort. So. Erste Ventil bläst einmal. Schaff ich's? Gut. Ich dachte, das wäre jetzt. Hier ist so dunkel. Was ist das hier? Oh, Munition. Sehr gut. Ach, das waren gar nicht mehr zwei Magazine, das waren zwei Schuss nur noch. Was sagt der hier? Braucht bestimmt wieder Ausweis, oder? Verschlossen. Ah, okay. Was? 3, 7, 3, 8, was haben wir gesagt? 7, 3. 7, 3. Nee. 7, 8 probieren wir nochmal. Ich würde sagen, wir suchen mal weiter. Ich glaube, das ist nicht zweistellig, der Code oder so, weil der sagt, er ist auch nicht komplett. Kann man hier rein? An der anderen Seite verschlossen, okay. Okay, Zombies. Oh, wir haben die Waffe gar nicht aktiv. Wo sind denn die jetzt hin? Da waren doch eben noch welche. Oh, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Komm her, nicht mit mir. Ich dachte, ich könnte irgendwie nochmal so einen, vielleicht so einen gezielten Schuss machen. Puh.
Das war ein Biss gewesen, oder? Bin ich jetzt vielleicht zum Zombie oder so? Ist gelb. Wieder eine Wertmarke. Soll man lieber Sicherheitsausweise einstecken haben? Ah, okay. Was macht das? Jetzt sind wir hier unten bei uns wieder. Das müssen wir überlegen. Ah, hier. 237. Aber er hat gesagt gehabt, der ist nicht komplett oder stimmt nicht. Verstehe. Ja, okay. 237. Wir probieren es mal. War da ein Zombie? Ah, jetzt war das Gas. 237. Nein? Vor allem die Sache ist ja die, wenn er sagt, das ist nicht komplett, dann fehlt eine Zahl wahrscheinlich, oder? Sollen wir mal 732 noch probieren? 732. 732. 732. Okay, da hat er aber auch doch nicht gelogen. Schießpulver, Schießpulver, Erste Hilfe. Kann man sich selber verarzten, oder? Eine Zeitschrift zum Thema Erste Hilfe erhöht die maximalen Hitpoints auch in der Lagerkiste wirksam. Ja, aber es funktioniert doch irgendwie nicht, oder? Und außerdem haben wir nur zwei Münzen. Oh, und das ist schon ein Tor. Tor ist verschlossen, okay, gut auch so. Ich habe irgendwie nicht so richtig Lust, das aufzumachen jetzt schon. Immer vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Zombie sitzt oder liegt. Man sieht es halt nicht. Aber was haben wir denn sonst noch hier? Hier waren doch, glaube ich, auch noch welche, oder? Aktiv irgendwo Zombies. Oh ja. Ich bin eigentlich ein ganz guter Schütze, oder? Jeder Schuss trifft. Erstes Blut. Wieso haben wir jetzt die Errungenschaft Erstes Blut bekommen? Ist doch schon das 10. Blut gewesen. Komm her. Zack, weg ist er. Hast du eine Wertmarke, mein Freund? Hast du nicht. Was liegt hier? Ein Buch wieder. Steves Tagebuch. Möchten wir es lesen? Ja. Regnerisch, ich wurde mehrmals geimpft, seit ich in dieser Einrichtung angekommen bin. Sie sagten, es sei zur besseren Verbeugung. Gegen die versehentliche Virusinfektion gedacht. Das Problem ist, dass ich es in meinem Hals spüren kann. Ist Europa im Moment übrigens wirklich vermeidbar? Ah, Europa heißt der Virus. Ja, Europa, wenn sich gerade Virus hier verbreitet, das erinnert mich echt an Corona so ein bisschen. Aber wobei, durch Corona wird man zum Glück nicht zu so einem Zombie. Ich bemerke die Rillen an diesen vier Säulen in der großen Halle, die wie eine Art Maske aussahen. Sonst merken. Kollegen sagten, wenn ich die richtige Maske einsetze, werden die Schätze in diesem Herrenhaus enthüllt. Haha, sie erzählen mit Sicherheit einige lustige Geschichten, ne? Wer weiß. Sonnig, ich hatte jetzt weniger Albträume, aber ich habe Angie nicht vergessen. Ich habe Akten über illegale Forschung gesammelt und bin gestern von einem Kollegen überrascht worden, als ich die vier Virenfälle durchgesehen habe. Das Gute ist, dass er den Raum verlassen hat, ohne etwas zu sagen. Bewölkte Typ, der mich im Büro überrascht hat, hat mir im Speiser einen Zettel gegeben. Er zeigt eine E-Mail und den Namen einer Frau, Iris. Er sagte, wir könnten uns gegenseitig helfen und ist dann eilig gegangen. Okay. Der Virenscanner verhält sich in letzter Zeit merkwürdig. Mehrere Kollegen wurden erneut ausgesperrt. Die Maschine sagt, ich habe den Europavirus erkannt. Wir liehen uns das Äquatorvirus, um von der botanischen Abteilung aus den Nachweisprobe zu wechseln und befreiten schließlich unsere Kollegen. Okay, damit haben sie wahrscheinlich dann den Ärger eingesammelt. Ja. Ah, das ist eine Heilpflanze, gut. Wir machen jetzt mal Folgendes. Bevor wir hier reingehen, schauen wir, ob hier oben diese Holztür auch offen ist. Vor allem hier, was ist das für eine Laserschranke? Die fährt bestimmt runter und zerschneidet uns. Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil. Oh, sogar offen hier. PC-Raum, mehr Mitarbeiter. Das ist doch schön. Sind auch Mitarbeiter da? Hallo, Zombies? Habt ihr am Computer gespielt oder so? Lalalala. Ach so, ich wollte ja noch sagen, hier, wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Chaka. Richtig gut. Es wird auch ein Special von mir noch geben. Lasst euch überraschen. Ich lasse mir was einfallen. Oh, der Computer ist auch nicht gesperrt. Die sind genauso hier funktionsfähig. Nur ist keine Hintergrundbeleuchtung anders. Also, erzählt uns nichts hier. Mülleimer liegt ein Tagebuch wieder dran. Und hier eine Kiste. Der dritte Teil von Steves Tagebuch. Oh, so ist das also. Jetzt wissen wir auch, wie es ausgebrochen ist. Meine Anfrage geht endlich durch. Sie haben einen neuen PC für mich im Büro eingerichtet. Riley brachte mir tropische Pflanzen, um meinen Computertisch zu dekorieren. Oh, richtig, ich muss das aufschreiben. Alle Einrichtungs-Login-Passwörter setzen sich aus dem Anfangsbuchstaben des Mitarbeiters, dem Rangcode und dem Geschlechtscode zusammen. Mitarbeiter E, Manager L, Mitarbeiter E, Manager L, Männer M, Frauen F. Also
alle Einrichtungs- Login-Passwörter setzen sich aus dem Anfangsbuchstaben des Mitarbeiters. Also er hat ja gesagt, er, Steve, hat einen E-Mail-Account bekommen. So, das heißt, wir haben den Mitarbeiternamen, also Steve. Steve ist männlich und er ist Teamleiter. Mitarbeiter, Manager. Weil, hat er nicht irgendwo geschrieben gehabt, dass er befördert wurde zum Teamleiter? Ansonsten sagen wir mal, es könnte ein E sein, aber es ist eher ein L und ein M, weil er ein Mann ist. Also SLM oder SEM. Eins von beiden wird es sein. Dann lesen wir mal weiter, was sie noch schreiben. Ich habe nicht viel erwartet, aber diese Iris hat auf meine E-Mail geantwortet. Sie sagte, sie sei diskret in diesem Virusprojekt eingebunden und fragt mich, ob ich bereit sei, Daten für sie zu sammeln. Wir haben uns geeinigt, aber sie weiß nicht mehr als ich. Wer ist in aller Welt ist diese Frau? Das schreiben wir uns auch mal auf. Das ist die Iris und es ist eine Frau. Und das ist eine Mitarbeiterin einfach, oder? Wir können ja drauf tippen. Also entweder gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Also die Iris, also mit I vorne. Dann ist sie entweder ein E oder ein L. Und sie ist eine Frau mit F. Ja, gute Passwortrichtlinie. Sollten wir in der Firma auch mal machen. Onkel Bogi, Teamleiter, männlich. Dann haben wir ein Passwort. So, ich habe nicht viel erwartet, aber diese Iris hat auf meine E-Mail geantwortet. Sie sagte, sie sei diskret in diesem Virusprojekt eingebunden und fragte mich, ob ich bereit sei, Daten für sie zu sammeln. Das haben wir ja gemacht gehabt. Das Internet ist wieder ausgefallen. Louis von der Wartungsabteilung vermutet, dass die Basisstation der östlichen Gartens ausgefallen ist. Es wird das Problem so schnell wie möglich beheben, aber es ist jetzt Tage her, woher zum Teufel ist er denn? Ja gut, der wird gestorben sein. Kann man hier auch speichern? Ah, was sehr geil ist, wir haben hier Zugriff auf unsere Kiste. Wir machen das Ventil mal rein, wir machen das rein und machen das rein. Jetzt gucken wir trotzdem, ob wir dieses Buch lernen können. So nicht. So auch nicht. Jetzt mach. Mensch gegen Wildnis. Jetzt gucken wir mal hier rein. Du kannst es nicht benutzen. Schade. Aber ich würde sagen, wir sind weitergekommen auf jeden Fall. Und es macht Spaß, oder? Ich würde sagen, die geheimnisvollen Enthüllungen, die uns dieser Computer liefern kann, werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn es wieder heißt Heaven Dust mit Onkel Bogi. Von daher, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es gefallen. Vor allem, dass wir ein bisschen Action hatten. Ein paar Zombies wegknallen und sowas. Dann macht das Leben ja gleich doppelt so viel Spaß. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch ein Abo. Denkt an die Glocke, dass ihr auch wirklich informiert werdet über die neuesten Videos. Und von daher wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Macht's gut. Beziehungsweise Restsonntag? Stimmt gar nicht. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich weiß, die Aufnahme wird gerade eben freitags gemacht, aber ich will sie morgen veröffentlichen. Also von daher, viel Spaß noch, ich speichere noch schön und dann geht's raus aus dem Spiel. Ciao!